Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf der Ungezeim. Ja, es gab jetzt noch eine Planänderung und zwar werden wir doch Ballenpressen fahren. Hier steht noch mein IHC, den habe ich dann zum Linken. Wegler habe ich mich schon drum gekümmert, da kriege ich einen, weil wenn wir dann noch einen Schnitt machen mit Gras oder so, da würde ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt im Ballenpressen, bei dem Klee ist ja jetzt nicht ganz so viel. Deswegen. So, machen wir einmal die Tür zu. Lustigerweise kann ich die mit meinem Joystick bedienen. Ich weiß nicht, ob das. Ah, so geht's auch einfacher. So. Wir legen mal Gang ein. Jetzt will er den nicht. Wieso will er denn jetzt keinen Gang einlegen? Das ist seltsam. Gang. Ah, lol. Ich bin ja lost. Ich drehe die ganze Zeit die Bremse und wundere mich, warum kein Gang eingelegt wird. Ja, dann stand die Kupplung hoch. Ja, das ist jetzt der erste Einsatz. Passe, zumindest unter meiner Leitung des Hofes. Und ich habe jetzt einen Stall gefunden, den ich auch denke ich bauen werde. Das ist ein recht einfacher Stall, der hat so circa 50 Tiere Platz und der hat einmal ein Stallgebäude und dann hinten noch eine Wiese. Also sozusagen als Auslauf. So, dann überholen wir einmal. Schon wieder so ein Schleicher. Oh, den überholen wir doch nicht. Das hätten wir nicht geschafft. Ah, jetzt können wir überholen. Ah, da beschleunigt unser Fendt auch gut raus. So. Ne, wie gesagt, da habe ich einen guten Stall gefunden, denke ich mal. Da muss ich allerdings noch gucken, wie ich die dann melke. Das wird eine Herausforderung. Ja, ich bin mir wie gesagt da noch nicht ganz sicher. Der Stall ist zwar schön, aber mir. Ich habe vorher noch tatsächlich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ob das mit Melken machen muss. Der Auspuff ist mir ein bisschen durch. Kommen wir mal rein, noch schnell. Wir müssen erst noch eine Einfahrt weiter. Und wie gesagt, beim nächsten Grasschnitt ist es wahrscheinlich, oder es ist so, der nächste Grasschnitt, den machen wir ja zu Heu. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ich wahrscheinlich mein Silo vorher nicht leer bekomme, bevor ich dann den nächsten Grasschnitt sozusagen einfahre. Oh, hier muss irgendwo ein Weg sein. Ja, und das, die Kleesilage, ich weiß nicht, das wird nicht so viel sein. Schlecht schätzen, aber ja gut, ich lasse es auch lieber mit dem Schätzen. Ich hätte so gesagt maximal 30 Ballen, wobei vielleicht auch 35. Wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, deswegen lasse ich es lieber. So, da suchen wir uns mal einen passenden Gang. Ja, hier ist einer. Der Fan sollte das auch locker schaffen. Die hat so einen Leistungsbedarf von so ca. 70 PS, die Presse. So ein Deutz. Baugleich mit Kuhn. Also eine Vari Master. Die gibt es baugleich auch von Kuhn und von Vicon. Jetzt habe ich schon wieder die Dings gedrückt, die Bremse anstatt die. Ist ja klar, dass wir den dann abwürgen. So. Ja, wie gesagt, Wickler leihe ich mir aus. Da müssen wir dann allerdings den Schlepper nehmen, weil er meint, er will das hier nicht nochmal abbauen und wieder anbauen, weil er damit eh gerade noch zugange ist. Selbst. Ja. So. Deswegen fahre ich nochmal lieber ein Silo ein oder mit dem Ladewagen oder so. Dieser ewigen Vorwärts-Rückwärts-Gegur kann man ja noch was mehr mal machen. Bin mal gespannt. 30 Ballen. Jetzt kann man es auch viel besser abschätzen, wenn man dann so die erste Bahn gepresst hat.
30 Ballen wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, wie gesagt, ich kann das echt schlecht einschätzen. 3 mal 4 wert, das wären auch 120.000 Liter. Gut. Mit dem ersten Schritt, was hatten wir da, 150.000 oder hatten wir da schon knappe 200.000? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass wir mit einem Grasschnitt, Heidewitzka, dass wir da deutlich mehr zu pressen und auch wegzufahren hätten. Es ist ja auch so, ich habe nur diesen, ja gut, ich könnte mal bei meinem Stätzel, könnte ich die auch noch abbauen, die Bordwände, aber das ist dann auch wieder aufwendig. Und bei meinem Krone kann ich die einfach gut runterklappen. So, das mal einen anderen Gang, so, schon rückwärts. Ja, Ballzähler. Bei 4 Stück. Ja, und wie gesagt, da bin ich mal gespannt, was wir hier so runterbekommen. Klee ist auch ganz gut für unser Dings. Dass wir da ein bisschen Abwechslung füttern. Wie gesagt, ich habe dann auch vor, mit dem neuen Stall mir dann endlich Bio-Dings vielleicht zu holen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich unbedingt Bio hole, weil Kunstdünger, man kann es ja auch so machen, ich weiß nicht, Cibasusum kennen ja wahrscheinlich viele. Und der verkauft ja sein Tierfleisch auch, oder sein Tierprodukte verkauft er ja auch als mit Tierwohl und so. Und ist ja auch so, man muss ja nicht unbedingt den Dünger weglassen, um gutes Fleisch zu verkaufen. So Anbindehaltung habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, das länger zu machen. Aber in unserem neuen Stall wäre es ja auch keine Anbindehaltung mehr. Könnte man die auch besser vertreiben, unsere Produkte. Da wir ja eh unseren Hofladen haben, denke ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Naja, ich würde sagen, wir machen einfach eine Zeithaufaufnahme, dabei viel Spaß und dann bis nachher. We believe it. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh.
just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. So ja, da bin ich wieder. Ja, das hier ist jetzt der Hof, wo der steht. Der hat hier noch eine Kreiselkombi. Das Gespann meint er hier, den sollen wir uns nehmen. Das ist ein Eicher Mammut mit 65 PS. Hat einen Schnellgang. Ja, der Schweinebauer, falls ihr euch wundert, der hat ja auch einen, aber das ist nicht derselbe. Erstens nicht dieselbe Farbe, zweitens ist der vom Schweinebauer 2WD. Und hat auch noch Auspuff nach unten und ich weiß gar nicht, wie viel PS der hat. So, wir machen ihn ja einmal auf. Einsteigen können, so. Ja, toll, simpler ist sie. Hier danke an Deutz 4 und 6 Zylinder. Und Fabi, also Pix bei Eicher Diesel, heißt er, glaube ich, auf Insta. Der ist leider privat, aber gerne da vorbeischauen. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Ja, liegt natürlich auch wieder an Freigaben und so weiter. Ich muss sagen, der ist sehr, sehr geil. Ja, mein Nachbar hat ihn halt. Bau mal diese Fußgänger hier. Wenn die so angehen. Beim Schweinebauen. Der läuft aber trotzdem schnell ganz nur 28. Ich glaube, ohne läuft der irgendwie, was läuft der da? 17, 18, 20? Ich weiß nicht genau. Kann aber schon über den Schnellgang froh sein. Ich habe mir so gedacht. Oh, oh, oh. Lol. Hier auch. Bin aber sehr, sehr gespannt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er unter der Last hinten eigentlich hoch geht vorne, aber anscheinend ja nicht. Ja wieder, so, da können wir den Schlag aufmachen. Ja, wie gesagt, der Eicher, der gefällt mir auch nicht. Sowas hätte ich natürlich auch noch gerne in meinen Reihen. Wobei der IHC von den PS, gut, der IHC hat 74 noch. Mit Frontlader, der ist natürlich noch mal drüber, aber trotzdem. So einer ist schon schön. Aber ich würde sagen, wir setzen einfach die Zeitraufaufnahme wieder fort. Und dann viel Spaß bei der Zeitraufaufnahme mit dem Pickel. Bis dann.
So, wir haben jetzt den letzten Ballen drauf. Dann sind wir hier durch. Dann müssen wir gucken, wie ich das mache mit den Schleppern. Ob ich dann an dem IHC, ich glaube, an dem Gewicht haben wir keine Anhängerkupplung mehr. Weil da muss ich nämlich mit dem zweiten Schlepper extra fahren. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn wir wahrscheinlich dann nochmal am Hof abladen müssen. Weil wir kriegen auf jeden Fall. Können wir einmal gucken. Also wie er jetzt sagt, 22 Ballen haben wir bekommen. Die kriegen wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht auf den Einhänger rauf. So, wir drehen hier einmal. 22 Ballen gehen dann niemals rauf. Ah, naja, dann werden wir vielleicht die Folge doch nicht dünn. Wäre natürlich jetzt ideal, hätte ich den anderen Hänger noch. Wobei, wir können es auch einfach erstmal liegen lassen auf dem Acker. Oder auf dem Feld oder wie auch immer. Wiese kann man es ja schlecht nennen. Ich würde sagen, wir lassen es einfach liegen und warten, bis wir dann unseren zweiten Hänger bekommen. Gut, den hole ich ja eh morgen ab. Können wir vielleicht noch morgen Abend oder so Ballen stapeln. Weil ich wollte eh düngen. Nochmal, dass wir dann auch das fertig haben. So. Der Sound von dem ist schon ziemlich geil. Muss ich auch ehrlich sagen. Das gesamte Schlepper, jetzt bin ich den auch ja, ein bisschen gefahren. Der hat schon echt Laune gemacht. Also, der ist noch recht einfach zu fahren, sage ich mal so. Hat insgesamt 8 Vorwärtsgänge, 4 Rückwärtsgänge. Ja, das ist gar nichts im Gegensatz zu ja, Schleppern mit 40-40er getrieben oder was auch immer. In der Zeit. Ja, der ist noch, wie gesagt, der hat noch ein recht kleines Schalthirn. Gut, der läuft auch langsamer, ne, aber ja, gemütlich werden wir Zeit. Zumindest jetzt noch vor der Ernte. In der Ernte wird es dann stressig, wenn wir da noch irgendwie einen Schnitt. Wobei vielleicht vor der Ernte kriegen wir wahrscheinlich noch einen Schnitt. Und dann weiß ich nicht, ob wir in der Ernte noch einen machen müssen. Naja, da lass ich mich überraschen. Pachtflächen bin ich auch schon immer am gucken. Da habe ich allerdings jetzt noch nichts gefunden. Auch wiesentechnisch. Wir sind ja jetzt wiesentechnisch mal, denke ich mal, nicht so breit aufgestellt. Und wenn wir dann da noch bald anfangen. Oder was heißt bald vielleicht so. Mitte, Ende Sommer nach dem Dreschen oder so mit dem zweiten Kuhstall. Oder eher gesagt mit dem dritten, aber halt mit unserem neuen Kuhstall. Dann ja. Muss ich gucken, wie ich das mache. Dann nochmal kurz out of story, dann muss ich auch gucken, dass ich die statischen Kühe entfernt kriege. Weil rein theoretisch kann ich die einfach aus der i3D entfernen von dem Gebäude. Bloß. Da weiß ich nicht, wie genau das jetzt. Also, das muss ja eigentlich dann. Ja, doch, das dürfte eigentlich funktionieren, aber mal schauen. Ja, wie gesagt, bei den Kuhstallen muss ich mir hier nochmal ein bisschen weiter umschauen. Eigentlich hatte ich den perfekten gefunden. Aber dann ist mir eben gerade aufgefallen, dass da nicht so richtig eine Melkeinrichtung drin ist. Gut, dann müssten wir da eventuell von Hand melken oder so. Wobei das auch mal ein bisschen blöd ist. Aber wenn wir nur so. Wie gesagt, der hat Platz für 50 Kühe. Und wir wollen ja auch noch für die Kälber. Ich denke mal, so mehr als 40 Kühe werden wir da nicht halten. Und dann ist man da vielleicht 1 oder 2 Stunden morgens beschäftigt. Aber das geht ja. 1 oder 2 Stunden morgens, wenn man um 7 aufsteht. 8, 9 oder irgendwie so. Dann hat man noch genug Zeit und ein bisschen Viecher füttern. Wenn man dann noch meine Freundin hilft. Ja. Ich denke, ich sollte auch machbar sein. Ich muss mir das nochmal genau überlegen. Wenn wir die Milch dann eh Hofladen vermarkten, brauchen wir daher auch nicht aufwendig einen großen Milchtank. Da stellen wir uns dann irgendwo eine Abfüllanlage hin, wo wir das in Glasflaschen abfüllen können. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ein Haus, ein Keller zum Beispiel oder so. Können wir rein theoretisch auch in Kannen melken. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal. Ja, was geben die dann so? Weiß ich nicht. Bei unserer Fütterung, ich denke mal so, ja,
irgendwas zwischen 20 und 30 Litern, ne? Und in so eine Kanne, was geht da rein? So eine große 50 Liter. Ja, gut, ist halt schwierig, ne? Aber da müssen wir halt wenigstens keine Leitung durch den Stall legen. Oder wir legen halt doch noch eine Leitung. Mal schauen. Also ich kann es nur sagen, wie es bei meinem Onkel war. Die hatten eine Leitung im Stall, die hatten Anbindehaltung. Und dann konnte man da oben die Melkmaschine so einstecken. Und dann ist das durch die Leitung in den Tank geflossen. Der wurde dann zweimal die Woche oder so oder alle zwei Tage oder irgendwie so. Das Milchauto kam und das dann halt abgeholt hat. Und aber für die Kälber haben sie es immer in die Kanne gemolken. Also da gab es dann einen extra Aufsatzdeckel, wo sie dann den Schlauch von der Melkmaschine rangesteckt haben. Dann ist das halt in die Kanne gelaufen für Kälbchen, die dann da ihre erste Muttermilch oder so bekommen. Das ist ja immer eine ganz vitaminreiche und so. Ja. Ist dann auch noch so richtig orange-gelb. So, die Frage ist jetzt, mit welchem Schlepper wir düngen fahren. Ich weiß gar nicht. Meint ihr, der kleine IRC packt das? Also der ganz kleine? Rein theoretisch. Ich weiß ja nicht, wie es von dem Gewicht her aussieht. Was ist der dann hinten? Ich denke, wir nehmen einfach unseren normalen Mittel-Dings hier. Allerdings müssen wir ja auch noch Dünger holen, ne? Naja. So, zack. Ich denke mal, wir lassen die Palette dann auch erstmal am Händler stehen und laden dann da auf, weil unser Frontlader leider die Paletten, die er da mal zusammenstellt, nicht hochkriegt. Erst wenn wir dann noch ein paar Säcke und so draus verwertet haben. Aber ich glaube, da hat er auch nichts gegen. Haben wir ja beim Saatgut schon so ähnlich gemacht. Ja. Ja, den stellen wir mal hier vorne hin. Hier an die Wand. Mit dem muss ich dann ja dann die Anhänger noch ready machen. Gut, wenn wir das eh erst morgen machen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen kurzen Cut und ich kümmere mich dann ich kümmere mich um den Dünger. Also ich rufe da schnell beim Händler an oder laufe vorbei und kläre das ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück nach dem Cut. Ich habe jetzt noch schnell Mittag gegessen. Ja, unser Hofcafé bzw. Biergarten, also nachmittags Hofcafé, abends Biergarten mit halt ein paar kleinen Speisen, Körbe aus Pommes und ein bisschen Grill und die typischen Sachen halt, ne? Hat jetzt übrigens auch offen, also da waren jetzt schon, ja, wir sind jetzt so seit einer Woche circa offen, da waren jetzt schon immer ein paar Gäste, war jetzt nicht allzu viel, aber wir sind ja eigentlich auch in so einer Gegend, da ist so mittelmäßig Tourismus und hier kommen halt ab und zu auch immer mal Leute vorbeigefahren, die können hier extra parken, das habe ich hier abgeklärt, wir können so in der Reihe parken und ja, da ist immer dann meistens gegen Abend ist hier immer eigentlich ganz in Ordnung los. So jetzt um die Zeit jetzt noch nicht, aber wenn es dann wirklich Hochsaison ist, dann geht's hier richtig zur Sache. Ich habe jetzt 2400 Liter, ne, 4800, also zweimal so eine 2400 Liter Paletten gekauft von Dünger, da draußen steht unsere zweite. Ich habe mir dann einen Teleskoplader geliehen vom Händler und habe die hier schon hergebracht. Aber gesagt, ist okay. Nee, weil sonst hätte ich nicht du willst gar Handbremse natürlich noch lose. Das war zum Glück ganz gut, dass er mir die geliehen hat, weil sonst hätten wir doch da auffüllen müssen. Ich habe ihn halt gefragt, ob er denn einen hat, weil ich mag das nicht so gerne, wenn ich mag das nicht so gerne, wenn ich dann bei dem zum Beispiel einfach auf den Hof herladen muss. Das ist nicht so blöd. Aber so, wir düngen erstmal die untere Fläche ganz unten. Also hier an der Straße. Und dann machen wir weiter bei einem von den großen Feldern und mal schauen, was wir dann noch alles düngen. Ich
ich muss gucken, bei manchen sieht der Boden schon ganz okay aus, habe ich mit so einem Schnelltestgerät getestet. Ja. Und was gibt's noch? Achso, ja, unser Stroh ist jetzt auch fast leer, aber da kriegen wir ja auch wieder, wie gesagt, noch welches geliefert. Nehmen wir dann ja noch mit morgen. Und ja. Ich denke mal, wir werden morgen, nehme ich euch dann nicht mit über den Transport, weil das ist einfach stressig. Wir fahren dann morgens los. Ich stehe morgens um 5 auf, versorge die Tiere und dann geht's los. Und dann hoffen wir mal, dass wir so nachmittags irgendwann wieder da sind. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal Zeitraumaufnahme. Dabei viel Spaß und dann bis nachher. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Das hat ja perfekt gepasst. Gut, das mit den Fahrgästen jetzt nicht so, ist ein bisschen schlecht. Können wir gleich einmal in unsere Übersicht gucken. Oder ob alles eingetragen ist. Und vorne einmal links ran. In unsere Übersicht. Hier sehen wir, das ist unser Acker. Was steht denn hier drauf? Ah, da steht, steht unser Roggen. Hier steht Tritikale, da Weizen. Die sehen soweit auch ganz okay aus. Gut, ein bisschen schlechter. Ja, aber geht auch. Ja, hier unten haben wir den Dings. So ein Rapsacker, Sonnenblumenacker. Hier können wir allerdings noch mal 2-3 Bahnen machen. Aber sonst sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, mit den Worten verabschiede ich mich auch von der Folge. Ich denke mal, nächstes Mal werden wir uns dann sehen, wenn... Eine Witzgarnin habe ich jetzt übersehen. Tut mir leid, sorry. Nächstes Mal werden wir uns dann sehen, wenn der Transport gemacht ist und ich dann vielleicht abends noch die Ballen reinhole oder wie auch immer. Das schaue ich dann mal. Aber ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. We are farmers.